Also, wir sind jetzt Oxford Street. Digga, ich glaube, da werde ich nicht überfahren. Deren Konsumverhalten ist schon wirklich hart. Weißt du schon, dass das hier kein Laden ist? Ja, dieser Trip hat jetzt nicht nur Negatives bis jetzt. Selfridges ist ein 1000 billig. Du gehst einfach über die Ampel, wenn du Bock hast. Alle folgen dieser ungeschriebenen Regel. Man merkt, diese City moved auf jeden Fall schnell. Weil ich habe hier das Gefühl, wenn du stirbst, es juckt kein Schwein. Ich meine, wäre es jetzt in Hamburg auch so, wahrscheinlich schon, aber es ist nur hier dieser Vibe von Leblosigkeit. Das habe ich bisher hier festgestellt. Ich weiß nicht, der letzte Trip war anders, weil ich war mit zwei Brays unterwegs und wir waren die ganze Zeit nur mit uns beschäftigt. Hier ist so, man analysiert sehr viel. Vor allem ist es auch extrem stark auf Konsum ausgerichtet, wie ich schon vorhin meinte. Aber, what can I say, Digga? Ich bin einfach nur ein Tourist. Ist aber nach wie vor eine sehr, sehr hübsche Stadt. Sehr, sehr schön, also optisch sehr gut. Sehr schön anzusehen. Da hinten ist Google. Digga, ist schon eine sehr schöne Architektur, die sie hier haben. Wir haben uns auf jeden Fall auch die verdammt sexyste Uhrzeit rausgesucht. Digga, was ist das für eine Schlange, ja? Verdammt. Ist die Frage, warten wir oder switchen wir? Aber ich bin der Meinung, wir warten einfach. Ich muss. Wir stehen jetzt schon gute 15 Minuten an. Und ich dachte ehrlich Weltuntergang, aber vielleicht ist es so, dass wir es gerade buchen können. Was? Wir haben reserviert. Sag mal jetzt, wir haben reserviert? Mach doch keinen Quatsch. Wir haben reserviert. Für 20:30. Hier. Spot Western. Wednesday, 20:30. Okay, wir haben reserviert. Wir haben reserviert? Wir können jetzt irgendwo chillen und dann. Guck mal, das G-Shit. Wir waren jetzt. Wir haben schnelle Welle ganz kurz einfach jetzt gesagt, okay, wir buchen nach hinten, so auf Smooth. Dementsprechend haben wir jetzt ein bisschen Wartezeit, anstatt dass wir unnötig unsere Lebensenergie verschwenden in dieser Schlange. Wir haben uns ein überteuertes Club-Sandwich gekauft für £4,50. Das ist halt die UK Experience, ne? Snacken wir kurz, chillen ein bisschen und dann inshallah gleich gehen wir an der ganzen Schlange vorbei. Kommt gerade so ein Typ an mir vorbei und an uns vorbei und sagt, you guys are waiting here, because I didn't know this place was doing so well. Und dann geht durch einfach. Because I've got a reservation actually. Typ wollte nur flexen, Digga, dass er einfach reserviert hat. Hier müssen wir jetzt auf Karma-Basis das auch machen? Eigentlich schon, ne? Oh, wir fragen irgendein random. Yeah. Ah, this place seems to be running pretty well. Do I need a reservation or something? Because I got one. Pisser, Digga. Ekliger Typ. Denkst du aus demselben? Und wir dachten, wir sind schlau. Und genau wenn unser Termin ist, ist die Schlange einfach tot. Geil. Geil. Thank you so much. Ewa. Ewa. Das sag ich, ja. Das wird inshallah nice. Lass mal gleich noch eins zu schnell einfach. Lass mal gleich direkt noch eins zu schnell. Ich habe noch nie Krabbe gegessen. Noch nie? Noch nie. Das ist jetzt der Fall. Muss einfach reinbeißen oder musst du irgendwas? Nein, einfach reinbeißen. Krabbe schmeckt schon echt vernünftig. Nein, nein. Die Demütigung hat sich schon gelohnt. Chicken Katsu. Mhm. Chicken Katsu. Mhm. Ja, das ist ein Bun. Bismillah. London. London lebt. Ihr habt's geschafft. Ich war kurz davor, das Essen hier aufzugeben, ne? Aber London. Ihr habt's geschafft.
T-Shirt oder ein AB? Ja, kurz und knapp, Digga, muss ich sagen. London hatte ich ehrlich hart abgeschrieben nach den letzten zwei Trips. So, aber dieses Kimchi Chicken heißt dieser Spot, glaube ich. Lass mich überlegen. Ja, Kimchi. Wie heißt der? Kimchi. Keine Ahnung, ich muss draußen gucken. Warte mal, wie heißt der? Kimchi St. Pancras. Nachdem die so hart performt haben, muss ich sagen, ist geil, ist geil. Natürlich, wir haben extra dort mit den Dreifern nachgefragt, ob das Fleisch halal ist. Nur das Chicken und offensichtlich der Fisch. Und das wird auch auf verschiedenen Herdplatten zubereitet. Also wirklich, das hat nichts miteinander zu tun. Das wird nicht mit dem Schwein vermischt. Außerdem ist da noch mein richtig stabiler Haji in der Küche. Mit so einem Vollbart. Ist das jetzt das Merkmal, zu sagen, dass es direkt halal ist? Natürlich nicht, aber ich sag nur, ich glaube, da findet schon ein gewisser Überprüfungsprozess statt. Von daher sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Stabiles Essen. Digga, Kimchi. St. Pancras. Muss man auf jeden Fall probiert haben. Weißt du? Ja, Bruder, die haben mir nicht erlaubt, eine Moschee zu bauen. Die haben Schweinefleisch Digga, ich muss noch einmal sagen, ich habe keinen Plan, wie wir wirklich hergekommen sind. Wir sind hier in der Nähe von Green Park ausgestiegen und haben beschlossen, wir müssen uns einmal frisch machen, weil wir Schlauköpfe haben uns ja keine Unterkunft gebucht. Dementsprechend einfach schnelle Welle, kurz einmal fresh machen auf Klo, dies, das. Und ich frage mich jetzt, wie die Nacht aussehen soll, weil wir werden die ganze Zeit draußen bleiben, weil was schlafen ist, was für Loser. Ein Spaß, man hätte eigentlich ehrlich eine Unterkunft buchen können, aber ich dachte mir, egal, ich mach durch. Mal sehen, wie ich morgen zu dieser Aussage stehe. Wir haben, glaube ich, noch um die 19 Stunden oder so übrig, oder 21 oder 22 Stunden haben wir noch übrig, bin mir nicht sicher. Machen wir uns jetzt hier kurz clean und dann werden wir mal sehen draußen, was so passieren wird. Ich bin echt ein bisschen tot. Bro, das ist eigentlich so dämlich, Digga, weil wir haben die Kamera mitgenommen, aber ich filme die ganze Zeit mit Handy. Was soll's, Digga? Einfach nur unnötige Last dabei. Geil. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, die ganze Nacht wach zu bleiben, aber müssen wir das jetzt durchstehen. Ich bin so zerstört. Ich glaube, mein Körper ist jetzt seit 30, 40 Stunden durchgehend wach. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, wann ich dachte, das wäre schlau, einfach durchzumachen. Da ist ja noch der. Ich gebe London noch eine Chance. Man muss nur die Einheimischen fragen, da weiß man, wo man richtig gut essen kann.